Hallo, heute habe ich mir das Thema Domains vorgenommen. Auch hier sind wir wieder bei der IANA, denn sie ist auch für die Vergabe von den Domains zuständig, beziehungsweise der Top-Level-Domains. Und im Endeffekt finde ich hier eine große Liste von allen zulässigen Top-Level-Domains, angefangen von .aaa, .aaa, für die amerikanische Automobilassoziation. Und hier drin mit Steuerung F kann man natürlich viel suchen, zum Beispiel .de. Dann sehe ich eben, die .de-Domain wird von der Denik verwaltet. Denik.de. So. Hier könnte man theoretisch eine Domainabfrage machen. Das war früher alles überhaupt kein Problem. Da konnte man eine Domain eingeben. Inzwischen ist das durch die Datenschutzverordnung ziemlich vernagelt. Das heißt, man kann eigentlich nur noch die Daten seiner eigenen Domain einsehen und auch da nur ganz rudimentär. Auch in den öffentlichen Whois-Diensten wie CentralOps ist eigentlich kaum mehr was zu finden, wenn ich hier eine Domain eingebe. Kommt nicht mehr viel raus. So, also früher stand hier drin, wer derjenige war, der es registriert hat. Heute kriegt man noch raus, bei welcher Firma es steht, beziehungsweise bei welcher Firma es registriert wurde. Der Domaininhaber, der muss dann eben bei der DENIC direkt abgefragt werden. Und da gelten dann wieder diese rechtlichen Voraussetzungen, wie auch bei der IP-Adresse, dass hier im Endeffekt im Wesentlichen die Sicherheitsbehörden eine Möglichkeit haben, diese Informationen zu bekommen. Wichtig ist einfach zu wissen, wenn ich eine Top-Level-Domain habe, dann kann ich nachschauen, also wer dafür verantwortlich ist für diese Top-Level-Domain. Und wenn ich zu einer entsprechenden Behörde gehöre, weiß ich dann eben, wen ich fragen müsste. Ich mache mal noch das Beispiel .com. Das ist jetzt nicht gut gewesen. Ich war zu weit unten. So. Nochmal suchen. Com ist kein gutes Beispiel. So, jetzt müsste es gleich da sein. Aber ihr seht schon, xyz.com hat ziemlich viele Top-Level-Domains. Verisign ist für .com zuständig. Okay, das war's schon wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.